Willkommen zu RimWorld Anomaly. Da sind wir. Geht wieder los. So, erstmal alles erlauben, bevor ich euch einen kurzen Rundgang gebe. Das Anomaly-Szenario hat sich nochmal ein bisschen verändert. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, fangen wir einfach nochmal neu an. Und wir vergessen alles, was wir bislang in Anomaly gemacht haben. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal heute Nachmittag mich hingesetzt und habe mir gedacht, ich erstelle mal einen neuen Spielstand. Und ja, das ist er. Wir haben hier vier Leute. Wir haben einmal den Payne Peterson. Ich habe dir keine neuen Namen gegeben oder so, ne? Aber ich habe es halt so ein bisschen ausgebürfelt. Der ist Asket, stark neurotisch und ein Psychopath. Das passt perfekt. Das wird der Anführer, glaube ich. Dann haben wir Amy Koch. Die ist schlau. Abstinenzlerin mit Drogeninteresse. Da habe ich Mist gebaut beim Erstellen, merke ich gerade. Ich wollte was Lustiges machen. Warte mal, das ändern wir doch glatt mal. Da geben wir irgendwas Mieses. Abstinenzler mit Drogeninteresse, das macht ja gar keinen Sinn. Warte mal, da geben wir irgendwas Fieses. Irgendwas Gemeines. Lass die habgierig sein. Lass die mal habgierig machen. So, dann haben wir Pope. Die ist auch habgierig und die kann das hier. Also die Stats habe ich ausgewürfelt. Die Merkmale wollte ich eigentlich so ein bisschen ausgeglichen machen. So ein bisschen, damit es ein bisschen lustig wird. Mit so psychopathischen Asketen, weißt du? So ein Sektenanführer soll das eigentlich sein. Und dann haben wir noch einen Ghoul, das ist Rogers. Warte, das hier ist Rogers. Ja, Rogers hat tatsächlich Stats bekommen. Frag mich nicht, warum. So, gut. Ich vergesse alles. Ja, das kannst du auf YouTube dann nachgucken, ne? So, und dann haben wir hier die Kammer der Lehre. Das ist unsere Ideologie. Ja. Bitteschön, ne? Und so sprach Bombardin, geht hin und lootet. Wir haben den Meister, den Schamanen der Lehre und dieses und jenes. Genau. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch loslegen, oder? Jawohl. Ich freue mich. So, lass uns erstmal ein bisschen Bäumchen fällen. Erstmal kurz in die Arbeitsdinger reinschauen. Kinderpflege brauchen wir hier nicht. Ernten brauchen wir hier auch nicht. Waldarbeit schadet. Ich sag mal, bei Pope sollten wir vielleicht schon Waldarbeit und Feldarbeit, weil die hat hier Flammen. Da kann sie was lernen, ne? Das ist gut, wenn sie was lernen kann. Das junge Kind. So, Training schalten wir erstmal aus. Steinmetz darf theoretisch jeder machen, weil das immer wichtig ist. Ach so, die Mods. Ja, Mensch, Mods, Moment. Mods. Das hier sind die Mods. Sehr, sehr klassisch. Sehr, sehr wenig, was uns tatsächlich was bringt. Ich sag mal, das Einzige, was so ein bisschen... Ja, was bringt, ist hier Tactical. Oder Tactical, da ist Run and Gun quasi drin, damit wir im Laufen schießen können. Dann habe ich hier noch Stone Cutting Extended, Traderships. Und ja, vielleicht doch hier ist, das Prisoners Don't Have Keys und Snap Out. Aber ansonsten, ich glaube, das meiste ist ziemlich Alpha, Classic meine ich. Vanilla wollte ich sagen. So. Zweimal habgierig, das wird lustig. Die werden sich so hassen. Ja. Die werden voll rummotzen. Den ganzen Tag. Aber es wird witzig. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir hier 11. So. So. Zack, bumm. Dann machen wir hier schon mal eine Tür rein. Und dann machen wir hier erstmal schönes Bettenfest, ne? So. Und ich finde das ganz nett, wenn die hier so liegen, weil dann können die sich unterhalten. Dann können die ein bisschen miteinander quatschen, bevor sie einschlafen, ne? Das ist doch auch schön. So, ich glaube, wir gehen relativ früh Richtung Strom. Erstmal hier eine Lagerzone noch. So, bau das Ding. So, jetzt können sie auf jeden Fall hier schön drin schlafen. Oh, zwei Bäumchen müssen noch weg. Warte mal, Pope, mach du mal den hier. Dann können die nämlich das Dach bauen. Vor dem ersten Abend. Jawohl, fertig. Fantastisch, schaut euch das an. Ist das nicht schön? So, alles eingelagert. Toll. Toll, 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 toll. So wollten wir das haben. Gut, jetzt können wir gleich mal die erste Anbauzone erstellen. Dann machen wir mal so eine schöne 11x11.
Wir brauchen viel Essen und zwar möglichst schnell. Das heißt, wir machen das erstmal so. Ich glaube, die eine reicht uns auch. So. Oh, da wird schon geflirtet. Ich hab's genau gesehen. Der erste Flirt ist erfolgt, Leute. Es ist angerichtet. ein Tischchen wäre nicht übel, gell? Machen wir hier noch ein Tischchen hin. Hocker sind günstiger. Dann kriegen die nämlich morgen gleich einen Stimmungsbuff noch. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und hier noch so ein paar Wandfackeln erstmal. Ja, was? Muss an einer Wand angebracht werden? Ja, mach halt. So. Und ist nämlich auch hell. Fantastisch. Es sieht jetzt schon besser aus als jemals. Der Wahnsinn, ja. Ich weiß. So. Da ist übrigens unser Monolith dann später. Und was ich gerade ganz geil finde, ist, dass wir hier so ein bisschen Stein haben. Können wir uns dann nämlich so einen schönen Windgenerator, so eine schöne Windturbine hinstellen. Jetzt allerdings machen wir erstmal einen Holzgenerator hin. So. Ja, jetzt habe ich die Fackeln, die habe ich eigentlich verschwendet, ne? Das war dumm. Egal. Macht nichts. Passt schon. Wir machen jetzt so 2-3 Tage, machen wir hier ein bisschen Mittelalter-Flair. Und dann können wir weiterschauen, ne? So, lass uns hier in den Stein oder in den Fels erstmal ein Lager machen. Das wird unser Nahrungsmittellager. Das lassen wir jetzt erstmal ausgraben. Nach der Erstnacht. Guck mal, wie süß, oder? Ich bin mir sicher, die haben sich noch unterhalten. Jäger ohne Jagdwaffe, das ist auch fantastisch. Er hat sein Holz in der Hand, ne? Super. Sie hat eine Handklinge. Hahaha. Aber eigentlich... Na gut, sie hat die besten Fernkampfwerte, ne? Aber eine Handklinge. Macht die irgendwas? Kann aus einer versteckten Öffnung ausgefahren werden. Das ist wie bei Assassin's Creed, Leute. Geil. Gefällt mir. Oh, lass mich raten, Pope ist die Bergbauerin, oder? Nee, nicht mal. Wer ist für Bergbau? Payne. Okay, Payne, dann nehme ich dich mal von der Feldarbeit kurz raus, weil wir brauchen jetzt... Wir brauchen dieses Lager. So. Ach, guck mal, gibt's gleich Bauteile. Fantastisch. Erster Händler, den laber ich gar nicht an. Der kann mich sehr gern haben. So, lass uns hier gleich glätten. Zumindest so ein bisschen. Damit wir... hier gleich noch eine Kühlung einbauen können. Ah, wird schon wieder gepennt, ne? Ja, was haben die eigentlich? Warum laufen die da einfach in unser Gebäude rein? Was fällt denen ein? Sollen sich verziehen? Ihr Schweine, ich hoffe, ihr bezahlt gut. Das hier gefällt mir gar nicht, dass die da sind. Ich hoffe, wir kriegen bald so einen Leichenbaum. Oh! Sonnenfinsternis. Und Teile eines Raumschiffs. Okay. Naja. Jetzt erstmal nicht. Hier hätten wir uns auch gut ansiedeln können. Ne? Da hätten wir gleich Steinwände gehabt. Aber wären dann weiter weg gewesen vom Monolithen. So, grab jetzt weiter, Payne. Nicht lang flirten. Graben. Achso, hier muss auch noch geglättet werden. Haben wir nur einen zum Bauen? Ja, theoretisch hätten wir auch noch Amy, ne? Amy kann auch. Die setze ich auch mal zum Bauen ein. Die hat eine Flamme. Sehr gut. Das wäre geschafft. Dann machen wir hier die Stromleitung runter. Hier eine versteckte. Ach, so weit müssen wir gar nicht gehen eigentlich, ne? Ich
Ich glaube, das müsste reichen. So, dann bauen wir uns hier die Kühlung rein. Jawohl. Machen wir hier erstmal kalt. Minus 9 Grad. Machen uns hier die Lagerzone rein. Und was sehr schön ist, eine meiner Lieblingsmods ist wieder da. Und zwar die Mod, wo ich meine Sachen speichern und laden kann. Das ist eine hervorragende Mod, sage ich euch. Dann kann ich nämlich hier jetzt einfach Load Settings, normales Zeug nehmen und dann wird das gleich darüber geschafft. Und was auch cool ist, hier, das können wir weghauen. Da werden wir uns hier, bauen wir uns hier eine Tür hin und dann haben wir quasi Zugang zur Kühlung gleich. Perfekt, sage ich euch. Da kann der Waschbär sich einfach mal verzwiebeln. Rogers, mach kaputt das dumme Viech. Jawohl, Rogers. Woo! Darfst du gleich auch essen, Rogers. Gönn dir. Gönn dir. Den Lümmel. Nam nam nam. So. Rogers wieder satt fürs Erste. So, da meldet sich der Monolith, aber da machen wir jetzt erstmal nichts, glaube ich. Besucher, jawohl. Okay. Wir graben erstmal das Lager weiter aus. Der Rest scheint hier nichts zu tun zu haben, ne? Dann geben wir dem Rest ein bisschen was zu tun. Machen wir hier mal. 11 mal. Oh, warte mal. Nee. Lass uns mal. Ach so, das ist schon. Obwohl, so blöd ist es eigentlich gar nicht. Lass uns mal hier ein Feld hinmachen. Und zwar, ich glaube, Heilwurzeln kriegen wir noch nicht. Das macht aber nichts. Wir geben es trotzdem schon mal in Auftrag. Und dann machen wir hier nochmal so ein Feld für Mais. Das wird kritisch mit der Medizin. Also wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich die Skills unserer Pflanzer hochkriegen. Sonst gibt es keine Medizin auf Dauer. Sonst müssen wir uns die immer auf der Map hier suchen. Hier sind zwar so Heilwurzeln, aber bin ich nicht so glücklich mit. So, und Baumwolle wollen wir auch. Ach so, auf der Map sind wir übrigens hier. Das ist, ich glaube, dauerhaft Sommer. Mal wieder. Ambrosia. Wo? Ah, schön. Herr Payne ist den ganzen Tag am Flirten, ne, mit der Pope. Auf die steht er. Eindeutig. Hallo, Offi. Super, jetzt können wir hier Zone erweitern. Schwups, schwups. Achso, hier ist noch ein kleiner Pups ist hier noch. Den macht er aber bestimmt erst morgen natürlich, weil heute geht das nimmer. Ha, nee, heute nicht mehr. Das wäre zu viel verlangt, das heute noch zu machen. Das kann man dem armen Kerl doch nicht zumuten. Gut. Ich habe mir gedacht, hier kann man eine schöne Küche dann hinzaubern. Muss ja auch nicht allzu groß sein. So. Ist halt ein bisschen doof, dass sie dann immer von der Küche aus erstmal durch die Küche durch müssen, wenn sie zum Lebensmittellager wollen. Aber ich glaube, das passt schon. So. Noch ist. Ach so, warte. Haha. So, jetzt. Jetzt ist nimmer. Ach so. Ah. Ja gut, das müssen wir gleich nochmal versetzen. Das habe ich jetzt irgendwie verpennt, das hier ja. So. Gut, dann machen wir hier das hin. Wunderbar.
Jawohl, Fraktionen. Wir nennen uns Looter und das ist hier Lootingen. So, wir sind die Looter und wir sind alles Looter. Hallo Benny Goodman. Wir sind alles Looter und wir nennen uns Lootingen. So. Okay. Forschung wäre nicht schlecht, habe ich gehört. Und so eine Containment-Anlage. Das heißt, wir gehen ja so ein bisschen rein, glaube ich. So, das ist genau passend. Können wir hier genau durchballern, das Ganze. So, zack. Zack. Damit der Payne wieder was zu tun hat. Ne? Oh nein, der arme Rogers. Rogers, was machen wir mit dir? Rogers hat Hunger. Rogers, hier. Da, ein Steinbock. Mach ihn fertig. Mach die Sau fertig, Rogers. Komm. Jawohl. Gönn dir. Kommt nochmal. So. Frische Leichen können wir hier auch noch einlagern. Verrotten, das wollen wir nicht. Aber alles an frischen Leichen. Ich werd's bereuen auf Dauer. Ich glaube, wir machen uns das so ein Lager nur für menschliche Leichen irgendwann, ne? Dann hat Rogers immer was zu futtern. Aber erstmal bin ich zufrieden. Vor dem ersten Kochen wollen wir hier noch eine Lampe drin haben. Könnten wir jetzt schon schlachten, ne? Aber lassen wir mal. Machen wir erstmal anderes. So, lass uns hier schon mal anfangen mit der Steinverarbeitung. Das schadet gar nicht. Dann make any stone blocks. Machen wir mal, bis wir so 250 haben. Mit Sachen aus der näheren Umgebung. Genau. Und dann machen wir hier das wird dann eine Stoneblock-Lagerzone erstmal. Alles verbieten. Steinblöcke. Achso, hier muss auch noch Licht rein. Ohne Licht arbeiten sie nämlich langsamer. Hier mal eine kleine Dings. So. Zack. Und hier haben wir eh. Wobei, warte mal, das ist eigentlich unnötig hier. Hier müssen wir hin. Ah, dafür hat er keinen Weg. Zumindest behauptet er das. Ich glaube ihm das nicht. Macht Sinn, wenn man nichts sieht. Ja, ne? Ah, warte mal. Ich brauche Strom. Übersinnliche Beruhigung männlich. Fantastisch. Ach so, Erzähler ist der Randy übrigens, ne? Und wir sind auf dem vorletzten Schwierigkeitsgrad. Also, Blut und Staub, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich glaube, Blut und Staub und dann kommt ja nur noch Verlieren macht Spaß. Biber. Ist das der Justin? Ah, der kommt eh zu uns, wenn er Hunger hat. Hallo, Birgitta. Ein von einem Zombie angenagter Steinbock, das ist eine Delikatesse. Ja! Manche Leute würden für sowas viel bezahlen, habe ich mir sagen lassen. So. Jawohl. Ah, hätte man gar nicht mehr machen müssen. Okay, ja gut. Aber jetzt haben wir immerhin Licht hier drin. Das ist fantastisch.
So, dann kann unser guter Payne, wenn er fertig gelesen hat, wir sollten so ein albernes Scheißspiel bauen. Kabooms. Die Schiffsteile behalte ich mir mal noch. Das ist der Notgroschen. Gehen ja, glaube ich, nicht kaputt so einfach. Ein Tag noch, dann verformt er sich, der Monolith. So. Bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wo ich meine... Es ist langsam. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich meine Forschungswerkbank hinschmeiße. Hier müssen wir ja ein bisschen was freilassen, aber wenn wir das so machen, müsste es klappen, oder? So, hier den Forschungsraum hinzwiebeln. Obwohl, warte mal, stopp, wir haben doch jetzt Stein schon, ne? Wir brauchen gar nicht, wir müssen nicht das wertvolle Holz hier nutzen, wir haben hier Marmor und Schiefer. Ist ja viel besser. Bioferrit haben wir noch nicht, aber... Mach ich mal so. Noch eins. Machen wir das mal so. Nicht perfekt, nicht groß genug, aber erstmal passend. Ja, genau, das wird wahrscheinlich dann der Containment-Bereich werden später. Also ich werde mir ein bisschen Zeit lassen, bis wir so richtig reinhauen in den Monolithen und so. Weil ich glaube, das wird doch relativ heftig mit der Zeit. Oder relativ schnell heftig. Nicht nur mit der Zeit, sondern relativ schnell heftig. So, machen wir hier schon mal einen Forschertisch rein. Ja, ja, noch ist er... Oh, geht schon los, ne? Siehst du? Oh, er hat... Ah! Nein, nicht auffüllen! Wir brennen ab, Männer! Ha! Oh, da auf den Schock erstmal was essen. Deswegen, liebe Kinder, baut nicht mit Holz. Irgendwann wird euch alles abfackeln. Und dann steht ihr da. Dann steht ihr vor dem Nichts und keine Versicherung will zahlen. Wie geht's eigentlich Rogers? Hat der was? Oder Rogers? Rogers? Mach das Meerschweinchen kaputt. Töte es. Los. Und gönn dir. Nom nom nom. Ah, war. Könnte mehr sein, gell? Hat noch ein bisschen Appetit bekommen, glaube ich, unser gule Mann. Oder unsere gule Frau, besser gesagt. Ah, ich glaube, den Timberwolf hauen wir nicht an. Das ist eine dumme Idee. Aber die Truthenne. Na komm. Achso. Ja gut, passt schon. So, super. Jetzt haben wir die Forschung. Ich hoffe, die... Ja, die Mod funktioniert sehr schön. Ey. Vanilla, ne? Vanilla-Forschung ist ja so bescheiden. Also absolut bescheiden. So, wir machen... Oh, wir sollten... Oh, nee. Wir sollten tatsächlich als erstes Drogenherstellung machen. Na, wir haben ja jemanden mit Drogenfaszination, glaube ich, ne? Das macht Sinn. Gehen wir gleich Richtung Drogen. Und eine Schlachtbank. Habe ich nicht vergessen. Muss ich aber noch überlegen, wo ich die hinpacke. Aber warum nicht die Schlachtbank? Ich meine, warum nicht hier rein?
Wir werden nicht so viel schlachten in unserem Leben. Also wir werden natürlich was schlachten, aber... Aber warum nicht da rein? Der Raum ist nicht auf Sauberkeit angewiesen. Also können wir da auch schlachten. So.